Hallo und herzlichstes Willkommen, liebe Vaultbewohner und Ödland-Besucher, zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Und heute schauen wir uns die legendären Perk-Karten, die neuen legendären Perk-Karten, einmal im Detail an. Ich werde euch zeigen, wie sie genau funktionieren. Und ich würde sagen, wir verschwenden erstmal gar keine Zeit und schauen da direkt mal rein. Und zwar sind ja jetzt wieder neue legendäre Perk-Karten mit reingekommen. Wir befinden uns gerade auf dem PTS-Server. Und über die legendären Perk-Karten kann man halt eben nochmal so ähnlich wie mit diesen normalen Perk-Karten nochmal spezielle Attribute pushen, nennen wir es einfach mal so. Um diese legendären Perk-Karten, die sich jetzt hier befinden, aufwerten zu können, also die haben ja auch immer Sternchen und je mehr Sternchen sie haben, umso mehr geben sie einem einen besseren Effekt, ja, also zum Beispiel, nur also als Beispiel, Armor Factory. Das ist jetzt eine legendäre Perk-Karte. Produziere 50% mehr Patronen, wenn du Munition craftest. Ja, das zeige ich euch jetzt hier. Das ist übrigens auch meine persönliche Lieblingskarte. Ich bin jetzt geperkt auf Munitionherstellung. Das heißt, ich habe die Armor Smith drin und super duper. Armor Smith sorgt dafür, dass ich 80% mehr herstellen kann. Und wenn ich da quasi diese Perk-Karte drin habe, dann kann ich... wo haben wir das? Blödes Englisch hier. Genau, dann kann ich von meiner 45er Munition 21 herstellen, okay? Sehr gut. Wenn ich jetzt allerdings in meinen Pip-Boy gehe, auf legendäre Karten und rüste jetzt Armor Factory aus, choose a perk, ja, habe ich doch gerade gemacht. Oh, das spackt doch hier alles schon wieder rum, oder was? Oder wo ist denn die? Ach, die ist jetzt da vorne. So, jetzt habe ich die hier reingenommen. So. Und jetzt gehe ich wieder an die Bastelwerkbank und wenn ich da jetzt nachschaue, dann kann ich plötzlich 32 machen statt 21. Ich kann jede legendäre Perk-Karte natürlich auch nochmal aufwerten. Das heißt, genauso wie jede andere Perk-Karte, die ich hier habe, so funktioniert das auch mit diesen Perk-Karten. Dazu brauche ich allerdings diese, ich weiß nicht, Perk-Coins oder wie die sich nennen. Wenn ich jetzt zum Beispiel sage Rank Up, klicke ich die an. Ja, brauche ich 100 von diesen Punkten, Perk Coins, genau so heißen die. Und da ist es halt eben so, die bekomme ich, wenn ich meine ganz normalen Perk-Karten einfach verscrappe. Da habe ich schon ein paar gemacht. Jetzt müsste ich mal schauen, irgendwas, was ich nicht brauche, die hier zum Beispiel. Und da ist es halt eben so, ich bekomme für das Verscrappen einer Perk-Karte immer einen Perk-Coin. Je nachdem, wie viele Sterne ich habe. Also wenn ich jetzt zum Beispiel hier diese 2-Sterne-Karte verscrappe, bekomme ich 2 Perk-Coins. Yes. Wenn ich eine 1-Sterne-Karte verscrappe, dann bekomme ich nur einen Perk-Coin. Wenn ich jetzt beispielsweise eine 3-Sterne-Karte verscrappe, bekomme ich 3 Perk-Coins und so weiter und so fort. Dann gab es natürlich auch dieses große Mysterium, wo es hieß, wenn man eine animierte Karte, also die welche hier eine Animation zeigen. Da hieß es, da haben Leute gesagt, das wären sogenannte goldene Karten und da würde man mehr Perk-Coins rausbekommen. Dem ist leider nicht so. Wenn ich die jetzt hier verscrappe, bekomme ich auch nur einen Punkt dafür, obwohl es eine, ja, angebliche goldene Perk-Karte ist. Also entweder ist das ein Bug, dass das nicht funktioniert oder das ist so gewollt. Da kann ich euch jetzt leider keine Auskunft dazu geben. So, jetzt kann ich hergehen und kann meine legendäre Perk-Karte, diese hier, upranken. Okay? Und statt 50% mehr produziere ich jetzt 75% mehr. So, da bezahle ich jetzt meine hart verdienten Coins. Jetzt kann ich wieder an die Bastelwerkbank rangehen und dann werdet ihr sehen, dass ich direkt gleich mal 37 herstellen kann. Ich weiß auch nicht, bis wohin man das hochboosten kann, ob das jetzt so bis 150 geht oder so oder vielleicht sogar bis 200% mehr. Das weiß ich nicht. Also das ist auf jeden Fall das Prinzip, wenn ihr eine legendäre Perk-Karte hochstufen wollt mit den Sternchen. So, übrigens, diese Armor Factory ist auch übrigens meine aktuelle Lieblingskarte. Jetzt schauen wir uns mal die legendären Perk-Karten an, welche neu dazugekommen sind. Und da wird es jetzt etwas interessanter. Hier haben wir beispielsweise eine Perk-Karte, welche dir plus 50 Giftresistenz gibt, wenn du ein komplettes Rüstungsset trägst. Okay? Und natürlich ist es so, je mehr Sternchen, umso mehr Giftresistenz bekommst du. Das gleiche gibt es dann natürlich allerdings auch nochmal mit Feuerresistenz.
Ja, auch 50 Feuerresistenz, wenn du ein komplettes Rüstungsset trägst. Die legen wir uns einmal kurz an. Firelining nennt die sich hier zu Englisch. Und da einen schönen Gruß an den werten Herr Pixelklatsche. Nein, es ist nicht so, dass man, je mehr Rüstungsteile man von einem Set trägt, dass man dann mehr von dieser Schadensresistenz bekommt, sondern das funktioniert folgendermaßen. Wir gehen jetzt mal in mein Inventar. Apparel. Ich habe hier diese 50 Feuerresistenz, weil ich diese Perk-Karte ausgerüstet habe. Warum habe ich das? Weil ich ein komplettes Set an Lederrüstung trage. Ich habe mir ein Level Lederrüstung gecraftet und habe jetzt diese Feuerresistenz. Wenn ich jetzt ein Teil abnehme, verschwindet diese Feuerresistenz. Ich habe hier unten eine unnachgiebig Marine-Rüstung. Die ziehe ich jetzt auch mal an. So, und zack, habe ich wieder Feuerresistenz, weil ich eine komplette Marine-Rüstung trage. Jetzt stellen sich viele die Frage, ist es jetzt wichtig, ob ich eine komplette Marine-Rüstung, Lederrüstung, Metallrüstung oder sonst was trage, oder zählt der legendäre Effekt auch mit dazu? Und diese Frage können wir direkt beantworten, denn ich habe hier eine komplette Marine-Rüstung mit unnachgiebig. Hier unten habe ich ein unnachgiebig Speer-Rüstungsteil und das ziehe ich jetzt mal an. Und zack, ist die Feuerresistenz wieder weg. Also ist völlig egal, welchen legendären Effekt man auf den Rüstungsteilen hat. Wichtig ist, es muss dieselbe Sorte sein. Also Marine-Rüstung, Lederrüstung, Metallrüstung etc. 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 Okay, ein komplettes Set. Egal welches Level, egal ob legendär oder nicht legendär, selbst hergestellt oder. Ihr bekommt diesen Bonus. Hauptsache ist, es ist ein komplettes Rüstungsset. Gut, schön, dass wir darüber gesprochen haben. Jetzt schauen wir uns mal die anderen weiteren legendären Perks an, die auch sehr interessant sind. Und da bitte ich euch doch mal hier oben darauf zu achten. Endurance habe ich 3 und Charisma habe ich 3. Okay, das sind ja meine Special-Werte. Jetzt gibt es für jeden Special-Wert Perk-Karten, welche meine Special-Werte erhöhen. Also Endurance und Charisma habe ich lediglich nur 3. Jetzt gehen wir hier oben mal gucken. Schauen wir mal, wo die jetzt hier sind. Und zwar habe ich hier einmal diese hier, Legendary Charisma. Das heißt, wenn ich die mit einem Stern jetzt ausrüste, bekomme ich ein Charisma dazu. Und dann machen wir noch die mit Endurance. Die machen wir auch gleich mal noch rein. Wo haben wir sie? Wo haben wir sie? Oder bin ich da gerade voll dran vorbei? Ne? Kann das sein? Strenge, Perception, Glück, Intelligenz, Endurance. Da haben wir sie. So, und jetzt seht ihr, ich habe Charisma 4 und Endurance 4. Das heißt, ich könnte jetzt hier jeweils noch eine 1er Perk-Karte reinlegen. Die Frage, die ich mir jetzt persönlich stelle, im Abenteuermodus habe ich jetzt quasi Endurance und Charisma mit diesen legendären Perk-Karten gepusht und erweitert. Mich würde jetzt interessieren, auf dem PTS kann man das leider nicht ausprobieren, ob jetzt diese Werte Charisma 4 und Endurance 4 auch mit in Nuclear Winter übernommen werden oder lediglich für den Abenteuermodus gelten. Das wäre sau interessant und sau spannend zu wissen. Und natürlich gilt auch hier bei diesen legendären Special-Karten, nenne ich es jetzt mal, je höher die Sterne oder je mehr Sterne, umso höher kann ich das Ganze dann boosten. Ich tippe mal stark drauf, dass man mit jedem Stern immer einen Punkt in Stärke, Charisma, Endurance oder mit dazu bekommt. Anders kann ich es mir nicht vorstellen. Ja, dass man halt quasi nochmal auf 4 alles hochpushen könnte, wenn man denn möchte. Gut, aber es geht noch weiter. Das sind noch nicht alle legendären Perk-Karten gewesen. So, und zwar haben wir hier, okay, das war das mit Giftresistenz und Feuerresistenz, haben wir ja schon gehabt. Dann haben wir hier noch eine Perk-Karte. Diese gibt uns mit einem Sternchen 20%, also eine 20%ige Chance, wenn wir in einem Nahkampf einen Wetzangriff machen, einen Flächenschaden auszulösen. Das ist sehr interessant, wenn man als Nahkämpfer spielt und hat eine Riesenhorde an Ghule oder Verbrannte vor sich stehen und schlägt dann im Wetz auf einen NPC ein, hat man halt eben dann eine Chance, einen Flächenschaden zu verursachen, welcher dann natürlich auch die herumstehenden Gegner trifft. Und da ist es halt natürlich auch so, mit einem Stern hat man 20% und dann natürlich pro Stern, den man da drauf pusht, wird diese Chance immer erhöht. Da kann ich mir sehr gut vorstellen, dass man da mit maximalen Sternen so irgendwas so um die 50 bis 75%ige Chance oder so hochpushen kann.
mehr kann, weil 100%, das wäre absolut übertrieben. Dann haben wir hier wieder diese Intelligent, Agility, Glück, Perception und so weiter und so fort. Dann haben wir hier Master Infiltrator. Das ist eine sehr interessante Perk-Karte, bei der ich mir jetzt allerdings auch nicht sicher bin, wie die genau funktioniert. Die habe ich jetzt selber auch noch nicht ausprobiert. Unlock Skill 0 Terminals and Lock 3 Lockpicking and Hacking Skills. Das heißt, du kannst mit dieser Perk-Karte, mit dieser legendären Perk-Karte, kannst du Schlösser und Terminals hacken ohne Probleme. Und ich glaube, dass sogar, wie ich gelesen habe auf Reddit, hat einer geschrieben, da ist es sogar so, dass du Terminals und Schlösser der Stufe 1 gar nicht mal mehr knackst. Sondern du gehst da einfach hin, drückst deine Taste und zack, macht er das auf, ohne dass du da irgendwas machen musst. Die hier habe ich zum Beispiel gar nicht verstanden. Nuclear Proliferator generates one lightweight mini-nuke every hour up to maximal of 3. Also man bekommt irgendwie jede Stunde eine mini-nuke in sein Inventar gedroppt, die irgendwie nicht viel wiegt anscheinend, und das geht aber bis maximal 3 Stunden. Das heißt, du bekommst das irgendwie 3-mal. Keine Ahnung, also das verstehe ich irgendwie nicht. Hab jetzt auch keinen Bock, die auszurüsten und 3 Stunden hier rumzurennen und auszuprobieren, ob ich irgendwas in mein Inventar gedroppt bekomme. So, dann haben wir hier natürlich noch... Jawohl, oh, da wird wieder genukt. Ja. Ja, wir verlassen die Area gleich, kein Problem. Dann haben wir hier noch einen, den Power... Halt die Klappe jetzt, danke. Power Sprinter haben wir auch noch, und der sorgt halt eben dafür, dass wir, während wir eine Powerrüstung tragen, beim Sprinten weniger Ausdauer verbrauchen, was extrem geil ist. Da gilt natürlich auch wieder, je mehr Sterne, umso weniger AP-Verbrauch. Dann haben wir noch den Survival Shortcut, der ist wohl, also der ist genauso wie diese Nuklearkarte hier vorne mit diesen Mini-Nukes. Da ist es, da verstehe ich auch das so, dass man halt pro Stunde oder nee, alle 30 Minuten bekommt man irgendwie ein Jam in sein Inventar gedroppt, bis maximal 5. Das wären halt auch 3 Stunden, nur halt die doppelte Menge. Wer es braucht, okay, gut, das war's auch schon mit den legendären Perk-Karten. Schade, dass ich die Hälfte davon nicht ausprobieren konnte. Ist aber so, auf dem PTS, da muss man eh immer aufpassen, was man macht. Ach, die machen hier wieder Mononga. Alles klar. Gut, ich hoffe, ich konnte euch mit diesem Video ein kleines bisschen helfen, liebe Freunde. Falls ja, dann lasst mir natürlich ein Abo da und einen Daumen da und aktiviert die Glocke, dass ihr nichts mehr verpasst. Schreibt mir in die Kommentare, was haltet ihr von den legendären Perks. Ich persönlich glaube, dass diese legendären Perks Fallout 76 nicht grundlegend verändern werden. Sie sind einfach, ja, ein nettes Gimmick. Weil ganz ehrlich, meine persönliche Meinung, was will ein Hardcore Spieler, der seit Anbeginn Fallout 76 spielt, der full equipped ist, full geperkt ist, was möchte der mit solchen Perk-Karten? Das sind dann halt eigentlich eher solche Sachen wie beispielsweise, ja, die machen dir halt das Leben in gewissen Dingen einfacher, so wie für mich jetzt zum Beispiel die legendäre Perk-Karte, dass ich mehr Munition herstellen kann, ja, oder dass man dann Schlösser und Terminals hacken kann, ohne dass man da überhaupt noch irgendwas dran machen muss, sondern einfach nur noch klickt und die Dinger gehen auf. Feuerresistenz, Giftresistenz, ja, gut. Vielleicht interessant bei der Queen oder bei Brandbestien, wenn die da immer ihren Wolkenflug machen und ihre giftige Wolke versprühen. Da ist es vielleicht interessant. Allerdings habe ich ja den Fireproof drinne. Nee. Quatsch, der Fireproof bringt mir gar nichts in dem Fall. Shit, jetzt habe ich es verkackt. Mann. Genau. Aber ihr wisst, was ich meine. Also, die meisten werden wahrscheinlich sowieso die Würgeherzrüstung tragen. Die hat ja auch eine Giftresistenz und so weiter und so fort. Also, ich weiß nicht, die legendären Perk-Karten, so wirklich spannend sind sie jetzt meiner Meinung nach nicht. Da hätte man vielleicht noch ein bisschen weiter nachdenken können. Aber ich sag mal so, für Low-Level-Spieler so im Levelbereich 50, 60 so ungefähr, so in dem Bereich, könnte das schon interessant sein. Oder halt eben für Leute, die sich mit richtiger Perkung nie wirklich auseinandergesetzt haben und die sagen, oh, ich krieg immer, keine Ahnung, ich krieg immer so viel Schaden von einer Brandbestie. Ja, weil die halt Fireproof nicht drin haben. Zum Beispiel, ja, diese Schallwellen, die Viecher da verschießen, das ist ja im Grunde genommen, wird das im Spiel als Feuerangriff gewertet, warum auch immer. In diesem Sinne, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Ich wünsche euch jetzt viel Spaß beim Zocken. Guten Loot, macht nicht zu viel Blödsinn. Wir sehen uns im nächsten Video. Servusle und ciao.